So, dann können die hier Leitern bekommen. So. Dann graben wir als nächstes in den Raum rein. Das machen wir dann aber wieder mit normal Speed. Und wir haben gleich das Holz, was wir brauchen. Sehr schön. Also das Holz, um die drei Dielen zu ersetzen. Ein Punkt. Ja. Wir wollen ja auf die Spitzhacken hinarbeiten. So. Ich gehe mal wieder auf normal Speed. Verkauf jetzt die drei Blöcke. Brückenteile. Und kauf hier drei Blöcke. So. Und dann bitte hier reinbuddeln. Dahinter ist sicherlich wieder ein Gegner. Und ein Schlüssel. So. Meine Bergarbeiter in Sicherheit bringen. Ochs. Nicht wegklettern. So, ich kann meinen Bergarbeitern schon mal sagen, dass sie hier weiter graben sollen. Genau, und meine Krieger prügeln sich mit den beiden Orks. Und der Bergarbeiter rennt weg. Gut. Du sammelst den Schlüssel auf für die Tür, zu der wir gleich vorstoßen werden. Attention. Das sieht wie ein Schlüssel aus. Lass ihn uns mitnehmen. Hoffentlich passt er auch zu einer Tür. Ja, das war jetzt schon der dritte Ereignisraum, den wir gefunden haben. Oh, Gold, Gold, Gold. Goldiges Gold. So. Ja, das hier ist der zweite und das hier wahrscheinlich dann der dritte Tunnelraum. So oder so ähnlich. Oh, und wir haben Stein, fällt mir gerade so auf. Erstens das und zweitens haben wir... So. Gerade unser ganzes Stein verballert. Ja, wir haben auf jeden Fall eine schöne Goldader gefunden. So, meine Krieger müssen sich ein bisschen ausruhen und regenerieren. Und ich glaube, mit dem Gold können wir uns dann langsam dran wagen, den Hort auszubauen, den Zwergenhort. Damit wir noch mindestens einen Militärzwerg und einen Forscherzwerg holen können. Wobei es erstmal mit einem Militärzwerg getan sein sollte. So, einmal den Zwergenhort ausbauen.
Ich weiß echt nicht, wie viel Holz wir von den Holzpflanzen kriegen. Wir müssten mindestens 100 kriegen, damit es sich rechnen würde. Und ja, die Tür ist jetzt offen. So, hier noch. Als nächstes 600 Holz für die beiden. Die drei. Und dann nochmal 600 für die. Und dann ist unsere Hauptbasis endlich wieder schön. Also können wir sie schön herrichten. Ein Punkt bringt uns nicht viel. Wir brauchen jetzt 2 für den Maschinenbau und dann nochmal 2 für bessere Spitzhacken. Man merkt auch, wir finden in dieser Mission leider keine Ereignisräume mit Forschungsbänken drin. Ich könnte theoretisch hier schon mal einen kleinen Bettraum machen, aber ich habe erstmal nicht genug Gold, um überhaupt neue Betten bauen zu können. Wobei ich jetzt wahrscheinlich schon bessere, ja, nämlich Steinbetten bauen könnte, aber die brauchen auch Gold. Nee. Tisch könnte ich den Festtagsbreitisch bauen und nach unten verschieben. Oder einen kleinen Marmortisch. Wobei sich der Festtagsbreitisch am besten jetzt anbietet. So, buddelt mal hier hinten rum. Ich glaube, ich gebe denen nochmal wieder einen Speedschub. So. Da ist nämlich schon wieder Gold. Und Gold ist immer gut. Kann ich hier schon mal eine Leiter aufstellen. Während die sich weiter nach unten graben. So. Hier gibt es auch noch mal was zum Freigraben. Und wir hätten tatsächlich wieder genug Holz für die nächsten 3 Blöcke. Das wäre dann hier. So. So, 2 Punkte für Maschinenbau und danach gibt es erstmal bessere Spitzhacken. So. Weißt du was, mit dem restlichen Marmor, was wir so finden werden, kleide ich dann das hier aus. Was kosten eigentlich solche Wände? 3. Nee. Hier ist auch nicht gerade viel zu holen.
Nö. Dann geht's wieder weiter runter. Ja, und hier wird der Raum schon wieder kleiner zum Buddeln. So. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, und ich höre schon jemanden schnarchen. Hier durch. Ich glaube, die drei spare ich mir erstmal und mache mal ein bisschen mehr Gold. So. Und ja, durch die Radieschen kriegen wir wirklich mehr als genug Nahrung rein, um wieder auf Maximum zu sein. So. Bergarbeiter sind wieder unterwegs. Wir haben gleich wieder einen Forschungspunkt. Sehr schön. Und wir haben tatsächlich die erste Tür erreicht. Da eine Leiter setzen. Und ja, wir kommen mit Treppen eh nicht mehr aus jetzt. Nebenbei, da fehlt noch eine Leiter. So. Genau, wenn die jetzt nämlich in den Raum graben, müssten unsere Militärs von oben angerannt kommen. Oder auch nicht. Um das Ding da zu zerstören. So, hier fehlen Leitern. Und wir können jetzt hier weiter graben. Und das mache ich jetzt mal wieder mit Normalspeed. Jetzt kommt das Militär. Jedenfalls einer von den beiden. Achso, wahrscheinlich weil hier nicht genug Platz ist, um zu zweit drauf zu hauen. Und das gab schön viel Eisen. Ich denke, es ist Zeit für noch einen Jungzwerg. So, dann wird es Zeit, dass wir hier weiter ausbauen. Du kannst erstmal wieder nach oben. So, Jungzwerg ist da. Das ist jetzt unser dritter Militärzwerg. Dann erstmal. Oh, was wir mit dem ganzen Holz und so weiter machen könnten. Stuhl der glorreichen Zeit. Ein Stuhl mit Kissen bauen. Mindestens einen Stuhl mit Kissen. Ich bevorzuge aber lieber zwei. Dann können sich nämlich die Wissenschaftler hier besser ausruhen. So. Und ja, wenn man hier so runter guckt, sieht man nur noch das Loch hier. Die anderen Löcher, die ich jetzt mit den Holzblöcken gefüllt habe, sieht man gar nicht mehr. Das macht das Ganze auch noch viel schöner.
So, einmal kurz ausgeruht, ein Köchchen gemacht. Sehr schön. Bessere Spitzhacken. Sind hoffentlich schon in Arbeit. Ah, bessere Spitzhacken, sehr schön. Und noch mehr Gold.